Hallo zusammen, ich dachte, ich starte mir. Ich sage jetzt zum achten Mal, ich starte mir. Ich starte mit einem Vlog zurück. Wow. Hallo zusammen, ich dachte mir, ich starte mal mit einem Vlog zurück. Ich dachte mir. Oh Gott. Hallo zusammen, ich dachte mir, ich starte mal mit einem Vlog zurück. Einfach, um euch zu erzählen, was gerade so bei mir abgeht. Ich bin jetzt seit einem knappen Monat, also seit 3 Wochen oder so, 3 und ein bisschen in Köln. Also theoretisch, ich bin jetzt gerade im Westerwald, aber theoretisch bin ich seit 3,5 Wochen oder sowas in Köln. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so leicht, bei einem Fulltime-Job Videos zu drehen, wenn man dann am Wochenende auch nicht so super viel Zeit hat und immer mal wieder umziehen muss und sowas. Deswegen, aber ich bin jetzt hier und ich drehe ein bisschen was. Also freut euch darauf. Oder ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, dass ich wieder drehen kann. Es ist irgendwie komisch, wieder alleine vor der Kamera zu sitzen, weil ich in der letzten Zeit ein bisschen was überall, habe ich das Gefühl, irgendwie gemacht habe. In Köln ist man ja so an der YouTube-Quelle. Ich bin aktuell auch auf dem Magnolias on Tour-Kanal zu sehen, in der Christmas Edition. Also wenn ihr mich ein bisschen vermisst, dann könnt ihr da auch vorbeischauen. Ich fühle mich ganz wohl in Köln. Also es ist... Die Batterie ist alle. Ich weiß es nicht. Ich bin überhaupt nicht mehr vorbereitet. Ich hätte es vorher laden müssen. Ich habe eigentlich ganz viel geplant. Jetzt muss ich ihn gleich laden. Egal, ich rede jetzt ein bisschen schneller, als ich sonst rede. Nein, ich rede nicht schneller. Köln mag ich eigentlich. Also es ist super viel. Ich vermisse mein Auto extrem, weil ich habe mein Auto da nicht. Mein Auto steht hier im Westerwald und ich vermisse das richtig. Aber ansonsten ist Köln eigentlich so ganz cool. Im Moment ist halt so, ich habe so viel zu tun, dass ich eigentlich super wenig Zeit für irgendwas habe. Aber sonst ist Köln wirklich ganz cool. Ich rede total wirr. Ich wollte euch ganz viel erzählen. Was wollte ich euch denn alles erzählen? Falls ihr fragt, was ich auf den Lippen habe. Ich stehe im Moment nämlich auf rote Lippen. Passt auf. Ich bin zur Abwechslung nämlich mal vorbereitet. Ich trage von Astor aus der Heidi-Sache hier die Farbe 001 Hot Lady. Das ist so ein ziemliches dunkles Rot. Und da drüber, um das noch ein bisschen dunkler hinzukriegen, von Bobbi Brown die Farbe 95 Black Maple. Das ist halt so ein super dunkles Braun. Habe ich von meiner Mutter gekriegt, weil die den Geschenk gekriegt hat und ich so meinte, jo, wenn du den nicht haben magst, dann kannst du mir den auch geben, ne? Ja, das trage ich gerade. Ich mag dunkle Bilder. Ach so, genau hier, das wollte ich euch erzählen. Ich war beim Friseur, Leute. Ich war beim Friseur. Kennt ihr das, wenn ihr da sitzt? Und der Friseur und du, ihr mögt euch auf Anhieb nicht unbedingt. Ja, so ging es mir. Ich habe ihm gesagt, also er war erstmal so, du hast es selber gemacht, ne? Und ich so, ja. Ja, das sieht man, ne? Das ist natürlich sehr fleckig und sollte man nicht machen, wenn man ein Laie ist. Ich mir schon dachte, ja, das weiß ich durchaus. Das ist mir aber egal. Ich kann mir nicht jede 4 Wochen 100 Euro Friseurbesuch leisten. So, dann ging es weiter. Ich kam halt mit super Gammelhaaren dahin und meine Haare sind ja von Natur aus relativ krausig in der Struktur. Und wenn ich dann 2 Tage nicht gewaschen habe und einen Dutt hatte zwischendurch und dann versucht habe, sie einfach nur wieder gerade zu kriegen, sind die halt richtig, sehen die richtig kacke kaputt aus. Waren sie aber eigentlich gar nicht. Das sollte ein Friseur allerdings wissen. Wenn man nämlich sieht, dass unten kein Spliss oder Haarbruch drin ist, dann sollte der Friseur das eigentlich, naja, egal, wollte er mir eigentlich bis hierhin abschneiden. Da habe ich gesagt, nein. Gab ein bisschen Diskussion jetzt. Sind sie, also ich habe jetzt Locken gemacht, damit ich mir einreden kann. Sie sehen so kurz aus, weil es Locken sind. Sie sind aber tatsächlich nicht viel länger. Also sie sind super kurz. Ich wollte sie heller haben. Dann hieß es, okay, wir machen sie heller. Jetzt sind sie dunkler als vorher. Dann habe ich gesagt, ich möchte kein Gelb oder Rot drin haben. Man sieht es jetzt vielleicht nicht so, obwohl doch, sieht man das? Ich weiß es nicht, ich habe keine Brille auf. Sie sind super rotstichig. So. Wow. Ja, ich gehe nicht mehr zum Friseur, ich mache halt alles selber, dann sieht es vielleicht fleckig und scheiße aus, aber ich habe wenigstens gemacht, was ich haben wollte und gehe nicht weg mit was ganz anderem. So, das war meine Friseurerfahrung. Sie sind übrigens noch kaputter als, also vorher waren sie nicht sonderlich kaputt, sie waren ein bisschen trocken vielleicht unten, aber sie waren nicht wirklich kaputt und jetzt sind sie super trocken. Okay, es tut mir leid. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen aufgedreht. Das ist, glaube ich, weil ich so wenig schlafe und, ach, ich weiß nicht, es ist verrückt. Und weil mich dieser batterieleuchtende, was auch immer, da hinten ein bisschen unter Druck setzt. Was kann ich euch noch erzählen? Meine Nase läuft, das kann ich euch noch erzählen. Ich habe chronisches Nasenlaufen, geht euch das auch so? Ich habe insgesamt
in der letzten Zeit 1,5 Kilo zugenommen. Da bin ich ein bisschen froh drüber. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Es geht jetzt auf Weihnachten zu. An Weihnachten nehme ich vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu. Dann bin ich irgendwo auf einem Gewicht vielleicht irgendwann, das ganz normal ist. Habt ihr schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Ich habe noch kein einziges. Ich weiß auch noch nicht, was ich schenke. Ich weiß nur, dass ich noch einen Amazon-Gutschein habe, der, also so ein Gutscheincode, der morgen abläuft. Das heißt, bis morgen muss ich noch irgendwas im Gesamtwert von 50 Euro bestellen, damit ich nur 40 Euro bezahle. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwas da kaufen werde. Von daher wäre das ganz gut, wenn ich das mache. Vielleicht, also morgen kommt dieses Video online, dann könnt ihr mir noch super tolle Tipps für Eltern und Freunde und Geschwister und was es alles noch so gibt, gerne unten reinschreiben, so richtig gute Geschenkideen. Ich bin nämlich immer so ein richtig schlechter Geschenkeideenhaber. Einmal noch ein Thema, das ich auch ansprechen wollte, und zwar Product Placement. Ich weiß, die meisten Leute von euch hassen das, aber ich sag mal so, also entweder gehe ich 40 Stunden die Woche arbeiten und kann YouTube dann hinschmeißen, weil ich es zeitlich einfach nicht gebacken kriege, verdiene dann aber genug Geld, um zu leben. Oder ich arbeite weniger, halbtags oder sowas, kriege YouTube dann noch unter einen Hut, habe aber zu wenig Geld, um zu leben. Müsste dann eventuell auch mal so ein Product Placement annehmen. So, ihr könnt euch jetzt entscheiden, was ihr lieber haben wollt. Ich weiß, das ist immer ein bisschen heikel, das Thema auf YouTube. Aber ihr könnt mir einfach unten reinschreiben, was euch lieber ist. Also sonst ist es halt echt viel weniger. Ja. Was ich eigentlich nicht will. Müsst ihr entscheiden. Aber ich wollte dazu einfach nochmal kurz so ein Statement geben. Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, ich muss auch irgendwie... Köln ist wirklich teuer. Köln ist wirklich teuer, das sage ich nochmal dazu. Und wenn ich in Köln bleiben möchte, und eigentlich möchte ich in Köln bleiben, dann muss ich das irgendwie auch finanzieren. Weil Mama und Papa auch nicht ewig sagen, Madeleine, hier hast du noch was und hier hast du noch was. Mama und Papa sagen irgendwann, Madeleine, du bist alt. Also, geh arbeiten und verdien Geld. Ja. Also es kommen auf jeden Fall in nächster Zeit wieder ein paar Videos. Wenn diese Batterie gleich voll ist, dann werde ich mich nämlich hinsetzen und dann geht's voll los. Ich habe halt keine Softboxen in Köln im Moment, weil ich weiß auch nicht, wie ich die gerade transportieren soll. Deswegen ist das da immer ein bisschen schwer zu drehen, außer es ist tagsüber und tagsüber. Egal, ich verhaspel mich gleich wieder. Aber falls zwischendurch irgendwie so eine kleine Pause mal wieder sein könnte, bei Instagram und so bin ich immer super aktiv. Nur das mit dem Film ist halt manchmal schwer, wenn ich irgendwie längere Zeit in Köln bin und kein... keine Kamera, also Kamera schon da habe, aber irgendwie im Dunkeln sitze, weil es dunkel ist. Ansonsten hoffe ich, es geht euch allen gut. Also mir geht es gut. Mir geht es wirklich gut. Es ist alles ein bisschen stressig, ich schlafe nicht so viel, aber mir geht es wirklich gut. Ich mache hier so übrigens voll die... Na egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und einen schönen ersten Advent und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.